Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Okay. Wo waren wir da? Warte. Ich habe mich nicht gerade erschrocken von diesem Riesenvieh. Es ist ein bisschen her. Tatsächlich, weil ich zwischendurch Zelda aufnehmen musste. Und ich hatte halt absolut gar keine Zelda-Folgen. Und ich war bisschen im Stress. Warum sind da so große Fußspuren? Oh. Ach ja, der Wolf, ne? Pass auf! Diese Wesen sind schnell! Verstanden! Ich mach das! Boah, drei gekillt mit einem Mal. Oh, nice. Cool. Ich finde das immer noch so geil mit den Farben, ne? Aber... Ich dachte gerade, das wäre Blut, aber es war zum Glück nur Farbe. So, ich will natürlich alles mitnehmen. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd. Hey! Ich helf dir! Boah, Alter, nice. Wie diese Viecher sich in diesen Riesentöpfen verstecken. Stimmt, wir haben ja den anderen Bogen jetzt, ne? Ich bin da! Alter, dieser Scheißtyp, ne? Nicht weg, ey. Was ist? Falls der Grila begegnet, halt dich bitte zurück. Warum? Sie ist meine Großmutter. Was? Sie war nicht immer so. Als sie erfuhr, dass mein Vater nichts tun würde, um sein Schicksal abzuwenden, wurde sie anders. Verstehe. Ich meine, sie sind zwar geil mit diesen Dreierbogen, aber irgendwie ist das scheiße. Kann ich das einen ändern irgendwie? Bogen. Ich glaube, ich gehe wieder auf den Clownbogen. Weil der Jüttner, ja, erhöht Statusschaden. Okay. Ja, nee, ich bleib erstmal dabei. Achso, was haben wir hier? Verlangsamen Sie die Zeit. Lol. Wir haben aktuell einzeln mächtiger Schuss. Aus mehreren Pfeilen, die heftig einschlagen, ja. Der ist aber viel stärker. Betäubung. Macht 3 Schaden und 4 Betäubung. Der macht irgendwann 5 Schaden. Ich nehme mal den. Beschwörung haben wir immer noch den Steinbock. Okay. So, jetzt haben wir wieder... hallo? Ja, ist auf jeden Fall besser. Hey, da kann man hoch. Okay, da scheint es also ein Secret zu geben. Siehst du irgendwas auf der anderen Seite? Ich gucke. Ich gucke? Hier ist ein Weg. Warum kommst du nicht hier hin? Wo bist du? Ich weiß wieder nicht, wo sie ist. Weiter. Ja, weiter. Ich guck nur gerade, ob da irgendwas ist, ne?
Sehr gut. Rein mit dir. Rein in die Olga. Aha, da oben ist so ein Dingsbums. Warge! Was? Warge? Oh nö. Gaulwurf! Hey, ich bin sogar ausgewichen! Ich mach das! Hey, wie mach ich das? Fang da! Ich weiß nicht, wie ich die Attacke aktiviere. Ich kann die Fähigkeit nicht aktivieren. Hä? Ich kann die Fähigkeit nicht aktivieren. Hallo. Hä? Ich kann die nicht aktivieren. Ich kann die Fähigkeit nicht aktivieren. Nee, ich bleib mich nicht, kannst knicken. Ich kann die Spezialfähigkeit nicht mehr aktivieren. Mann, warum kann ich nicht Leertaste oder... Was, dass das nur auf Enter beschränkt ist übrigens? Warum kann ich die Fähigkeit nicht aktivieren, hallo? Ich muss jetzt erstmal hier gucken, leider, weil das ist ja ein bisschen blöd. Wird das hier angezeigt? Steuerung anzeigen. Ja, das ist... Danke. Erstmal für zwei Waffen, ja, aber das ist nur. Das ist auch Schwachsinn hier, ne? Obwohl, warte mal. Hä, guck mal. Hä? Hä? Escape-Option beim Kon. Hä, was ist das für eine Scheiße? Okay, weil. Ah, okay, jetzt verstehe ich das erst. Das zeigt also das Controller-Bild, aber das ist. Hä, und hier wird es trotzdem angezeigt. Das ist so ein Mischmasch wieder. Warum? Warum? Was? Spezialwaffenfähigkeit? Warum ist das auf U? Was zum Fick ist hier passiert? Hier ist alles am Arsch, oder was? Wie kann ich das, kann ich mir das irgendwo... Ich muss hier in den Kodex, glaube ich, gehen. Wissen... Bestiarium? Lektion. Da, Kampf. So. Ja, Q zum Blocken, genau. Zielerfassung, bla. Halten Sie Q gedrückt und dann hören ein... Ja, ich weiß! Aber wir hatten schon oft so Probleme mit God of War, leider. Ah, jetzt funktioniert es, oder was? Yeah.
Okay, lebten jetzt hier viele Riesen? Funktionieren die Dinger wieder. Wie lange? Du fragst wegen deiner Mutter. Vor meiner Geburt lebte sie ein ganzes Leben, von dem ich überhaupt nichts weiß. Tut mir leid, ich weiß nichts über sie. Meine Mutter verließ die Riesen lange bevor ich zur Welt kam. Okay, ich werde doch mal wieder auf den anderen Bogen gehen. Das ist zwar geil mit dem gerade und sehr stark, aber die drei Pfeile sind halt drei Pfeile, die halt jeweils einzeln nochmal Damage machen, ne? Ist das vielleicht gar nicht so bad, doch, das zu behalten. Oh, Idalierholz, sehr gut. Ich frage mich nur, was Kratos dazu sagen wird, wenn er sieht, dass Atreus auf einmal voll krass stark geworden ist. Lauter, los! Das ist Grilas Heim. Kein Licht. Vielleicht sieht sie nach ihren Fallen, aber drin könnten mehr Tiere sein. Dann lieber schnell. Grila ist sehr groß. Wetten, dass wir die killen müssen? Weil... Ach du Scheiße, ist das eine Riesentür. Holy Macaroni, aber... Da geht's weiter. Ich will da rein. Warum kann ich da nicht rein? Wahrscheinlich, weil das jetzt noch nicht geht, ne? Das muss erst zerstört werden hier irgendwie. Sauber. Okay, macht nichts. Kann ich da reingucken? Da hinten ist nur Stein. Ach, das war eine Fähigkeit, ne, die sich wieder aktiviert hat. Regeneriert hat. Das war ein bisschen blöd. Aber guck, mit dem Aufgeladenen ist er wieder gerade. Da oben ist noch ein Eingang. Wir müssen einen Weg dorthin finden. Ja, vielleicht, hier lang? Weiß nicht. Ah, guck mal hier. Ach so, natürlich, sie macht da. Ich schaffe dir einen Weg nach oben. Ja, schaffe mal. Also, Krela, wozu braucht sie denn überhaupt hier Seelen? Sie kann Momente aus deren Leben nehmen, endlich frei fühlen. Der Wind in ihrem Fell beim Rennen, sich nur darum sorgen, was sie jagen und wo sie schlafen soll. Aber es ist nicht echt. Oh. Es ist nicht echt, ja. Aber vielleicht muss das nicht echt für sie sein. What the fuck? Das ist wirklich so kleiner Mensch in einem... Ich liebe ja diese Perspektive, denn du bist ganz klein und dann sind die Tische und Bänke auf einmal riesengroß. Voll cool. Ich mag sowas. Ich liebe sowas. Aber ich kann nicht nach oben gucken. Ah! Mein Blick wird blockiert. Und nur nach oben gucken. Ne, mein Blick geht direkt automatisch runter. Okay. Grela ist noch weg. Wow, ist das alles riesig. Ja, und das ist geil. Da drüben ist eine Tür zum Keller. Vielleicht hält sie die Tiere dort unten. Aber jetzt kann ich nach oben gucken. Oh. Gute Dame, Sie sollten mal an ein Dach denken. Ich meine, du hast zwar da so Töpfe und so was hängen, aber da kommt nicht sehr viel Windschutz und sowas, ne? Aber Licht durchflutet ist es, ne? Also einfach Glas drauf. Okay, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Hä? Kannst du mal aufhören, hier rumzuhetzen? Hallo? Ist es das, was ich denke, was es ist? Direkt neben mir? Gut, es ist immer schön, eine Axt zu sehen, die neben einem steht, die so groß ist wie man selber. Beziehungsweise mehr... Also diese Viecher, ne? Die machen mich verrückt. Die sehen so special aus.
Ich will mich hier umgucken. Hui. Aber der Ofen brennt. Der Ofen brennt, das ist nicht so gut. Ich will mich halt hier umsehen. Na los, ich will so schnell es geht von hier verschwinden. Ja. Kann ich verstehen. Oh, guck mal hier. Da ist ein Loch. Da ist noch irgendwas. Alter! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die gleich zurückkommt und wir hier so, Der Schlüssel steckt noch. Du musst ihn nur drehen. Schleichen okay. Müssen. Hey, wir kennen die Zukunft. Und in der hat deine Oma uns nicht umgebracht. So läuft das nicht. So läuft das nicht? Fast geschafft! Hab's. Oh mein Gott. Ich meine, die hat in sich in der Höhle ein geiles Versteck aufgebaut. Ich fühle mich, also die hat Real Life Minecraft gespielt eigentlich. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Aber es ist halt so geil. Also diese Balken, ne? Guck dir das mal an, Alter. Das sieht so crazy aus, ne? Boah. Go! Ich höre im hinteren Teil des Kellers etwas atmen. Ich auch, aber ich höre keine Stimme. Okay, warum kann man da hin? Ich will wissen, warum. Wie weit geht... Ach, hier war ein Schatz. Okay. Kann ich hier hoch? Nein. Irgendwie daran vorbei. Glaube ich, dass das alles nicht so gut ist, was wir hier gerade tun. Alter, diese geile Schatzkiste hier. Ist da was drin? Nö. Natürlich nicht. Und hier ist noch eine Tür. Natürlich. Natürlich. Ha! Gott, der ist schlecht. Das war's. Ach, echt? Die Fässer nicht schon mal gesehen, ja. Also, weil ich weiß gar nicht, wo ich hier hingucken soll. Das ist so, so crazy alles. Oh oh. Oh oh. Das hört sich nicht gut an. Genauso wie mein Stuhl mit seinen quietschenden Rollen, ey. Alter, diese Riesensense. Gar nichts fühlen. Wie bei der anderen. Sie nahm ihre Seele. Wir können nichts mehr tun. Halt das. Was willst du? Du hast keinen der Riesen nicht gemocht, oder? Ist egal. Die hier. Nein. Lass es. Deine Mutter sagte, ich finde ihren Zweck. Ja, irgendwann. Ich habe sie dir gerade gegeben. Ich weiß. Aber... Sollen sie versteckt bleiben? Ewig? Und wir können sie nicht sterben lassen. Bist du sicher? Nein.
gar nicht, wie man das macht. Na gut. Also, zusammen? Ja. Weg, ja? Weg, ja. Warte! Das war's? Wo geht sie hin? Hat's gewirkt? Ich weiß nicht. Gibst du etwa jetzt schon auf? Sie sind deine Verantwortung. Ja, ich weiß. Es ist... Ich finde... Du solltest sie verwahren. Loki. Bist du sicher? Nenn mich Atreus. Na schön. Warum hast du die Kugeln jetzt wieder abgegeben? Das sind die Seelen der Riesen. Gehen wir zurück. Wieder die Treppe hinauf. Tut mir leid, ich wollte... Wir müssen auf dem gleichen Weg wieder verschwinden. Sie darf nichts merken. Dann sollten wir diesen Becher lieber zurückstellen. Wahnsinn! Ist das... Jatla? Aber sicher, das ist wirklich alt. Okay, lol. Es gab übrigens einen Patch für God of War. Den habe ich eben installiert. Kann sein, dass jetzt diese komischen Fehler endlich weg sind, die wir hatten. Moment, sie darf nichts merken, ne? Sollte ich dann... Ich sollte vielleicht nicht diese Basen abschießen, ne? Aber es wird eh zu spät sein. Sie ist oben schon. 100%. Wir müssen jetzt von der fliehen. Oder die Tür geht jetzt zu. Irgendwie sowas. Ja, guck, da ist so ein Symbol. Das wird nicht gut enden. Ach du Scheiße. Wir müssen die Tür schließen. Ich mach schon. Irgendwie glaube ich das nicht, dass das alles war. Genug geheult. Du wirst gleich alles vergessen. Oh mein Gott. Sie will ihn töten. Nein, wir werden sie aufhalten. Das geht uns schon viel zu lang. Sie ist krank. Weißt du, du solltest mir danken. Was braucht ein Körper eine Seele? Die sorgt nur für Schmerz. Da bin ich fast neidisch. Ohne den hat sie keinen Nutzen für die Seelen. Ich lenke sie ab. Du befreist den Wolf. Dann zerbrechen wir den Kessel. Sicher? Nein. Aber anders geht es nicht. Los. Was? Ich
Ich sagte doch, du sollst nie wiederkommen. Das stimmt, guck mich an. So viele Dinge habe ich vergessen. Doch du wehrst dich dagegen. Es muss aber nicht so sein. Wenn Ragnarök wirklich kommt, wollen wir uns dem nicht gemeinsam stellen? Wozu ist Schicksal je gut gewesen? Weil Schicksal ist, deine Mutter so früh geht. War die närrische Hochzeit deines Vaters etwa Schicksal? Ich werde dich nicht aufgeben. Oh. Oh. Du hast deinen Freund mitgebracht. Loki! Loki? Lass ihn los! Oh-oh. Raus aus meinem Haus! Hier durch, folge mir. Hier lang. Ganz genau. Lauft! Hier hoch. Da geht es zurück in ihre Küche. So. Wo bist du? Willst du wirklich dahin zurück? Doch, ihr müsst. Kann ich hören! Okay. Irgendwie ist das alles sehr crazy. Da drüben, du musst den Kessel zerstören. Kannst du rüberschwingen? Kann ich, bestimmt, ja. Du hast auch nichts anderes vor heute, ne? Wie kommt sie eigentlich... Wie kommt da eine Kerze hin? Ich meine, die kommt doch gar nicht... Diese Kerze ist sehr unlogisch. Obwohl, da ist so ein Schloss. Hm. Vielleicht ist das auch eine unendliche Kerze. Ja, ich würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns das nächste Mal wieder. Holy shit, ey. Bis zum nächsten Mal, laut rein und tschüss.